Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft hier live in the Woods Refined. Ist doch schön. Ich habe hier noch eine Laterne und eine Kette in der Hand. Warum das? Und warum? Oh, ich habe hier auch mein halbes Inventar drin in der... Ich muss was essen. Ja, also... Ah, warum tut meine Seite plötzlich weh? Ja, also ich habe eine Kleinigkeit gemacht ohne euch. Und die möchte ich zeigen. Allgemein möchte ich aber nachher auf jeden Fall in der Zentrale ein bisschen weitermachen. Dass wir die heute fertig kriegen. Also zumindest im Stream fertig. Das Ganze ist wieder eine Live-Aufnahme heute. Weil da komme ich momentan nicht zum Aufnehmen. Na, ja, ist es schön da drüben. Ja, doch, das ist schon okay. Also ja, das Lightning ist, man merkt sie an den Seiten, ein bisschen zu duster. Das ist eigentlich falsch, aber... Ich weiß nicht. Ich muss mich mal ein bisschen damit befassen. Mal gucken, was Angelika mitmacht. Ich glaube, Angelika rendert die Blöcke einfach überhaupt nicht momentan. Also in der Beta. Ja, hier in der... Im Portalraum, in der Kammer des Schreckens. Da waren wir jetzt mal schon. So. Ja. Ja, hallo kleine Mieze. Ist das nicht dein Pfad? Doch, du läufst halt nur manchmal ein bisschen langsamer, ne? Stimmt's? Du kriegst aber so. Naja. Ja, hier hat sich eigentlich, glaube ich, nicht viel geändert. Das Ganze sieht noch so aus, wie es aussieht. Das ist ein relativ raumiger Raum, ne? Das könnte man theoretisch noch ändern, aber naja. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ich gemacht habe. Das hier ist jetzt die Zentrale. Ich würde ja gerne Mod-Zentrale oder so sagen, aber das ist ja alles gelogen. Ups. Ja. Ich finde, das ist jetzt etwas höhliger. Man hat hier nach wie vor Claire, die mit der kann man nach wie vor, ich möchte Münzen wechseln. Ja, ich aber nicht. Dann hat man hier ganz klassisch seine Questboards. Hier ein kleines Sitzeckchen zum Chillen. Je nachdem, wo man sich hinsetzt, hat man auch schön alles im Blick. So, dann hier. Ein schöner Raum fürs gemeinsame und gemütliche Sitzen, Essen und Chillen und Reden und Spaß haben. So, das, ich weiß nicht, das erinnert mich. Ich meine, ich habe ja nicht wirklich, ich habe vielleicht zwei in meinem Leben, zwei Animes, ja? Aber das Ganze sieht so aus wie so ein Gilden-Ding da, aber ein gemütliches, kleines, kuscheliges Gilden. Da, wisst schon was. Vielleicht nennen wir das auch das Abenteurerzentrum. Keine Ahnung. Die Abenteuerzentrale oder so. Abenteurerzentrale. Ach, ich weiß noch nicht. Sagt's halt. Also ich bin offen für Vorschläge. So. Und dann würde ich hier in der Mitte. Das ist perfekt und prädestiniert für einen Weihnachtsbaum im Winter. Was haltet ihr davon? Ich meine. Wenn das noch nicht hoch genug ist, kann man hier ein bisschen höhliger machen, ein bisschen höher ausstampfen. Ne? Die Decke ist ja hier noch relativ glatt. Hier auch. Also wenn, dann könnte man das theoretisch tun. Ich mach das kurz mal. No? Also bloß damit ihr es Bescheid wisst. Also das ist hier so ein bisschen... Genau, und dann geht es halt hier rum. Und dann hat man hier nochmal so ein gemütliches Eck, wo man es sich auch gemütlich machen kann und so, ne? Ich glaube, das ist ganz cool. Ja, hier für die, die keinen Platz gefunden haben oder für die. Ha. Hat man alles im Blick hier von dem Platz eigentlich, ne? Man sitzt im Eck beim Feuer und hat alles im Blick. Ja, ja, aber verzeiht mir, ich bin heute wahrscheinlich
etwas müde. Insgesamt gesehen. Ah, das muss, damit es besser aussieht. Wow. Sagte er und dann macht er so einen Scheißdreck hin. So, vielleicht. So, jetzt sieht es schon eher aus, als ob. So, vielleicht. Ich weiß manchmal nicht, ne? Es soll halt ein bisschen höhliger ausschauen und da, finde ich, ist es halt manchmal ein bisschen schwierig. Dann denke ich immer noch so, Ich meine, das ja ist sowieso schon höher als sonst was, ne? So, jetzt machen wir das Ganze noch etwas eckiger und kantiger. Und dann haben wir hier ein tolles Eck. Es soll ja ein bisschen ausschauen, als wär's, ne? Wow. Ich habe das Gefühl, das hat gerade so keine wirklichen Bock auf mich. Dann lasse ich es einfach mal und ich gebe mich mit dem da zufrieden. Eck. Es kann nicht alles so sein, manches muss auch kantig bleiben. Ich könnte höchstens das noch machen, aber das ist genug jetzt. Guck, hier haben wir gar nichts. Ne? Es soll höllig ausschauen und dann macht er hier wieder alles rund und eckig und kantig und bla bla. Weißt du, ne? So. Ach, da machst du das! Ach, da machst du das auch, oder was? Das sieht jetzt aus wie ein Fehler, ne? Aber ich bin ehrlich, das passt eigentlich so. Wenn ich ehrlich sein soll. Wobei, da nicht. Ich bin ehrlich, ich hätte es gern da. Und dann. So. Das ist mir genehm. Dann hier eins, dann hier zwei, dann hier mal eins, dann hier vielleicht noch eins, aber das ist wirklich dann, aber jetzt ist genug. Also jetzt ist, höhlicher wird's nimmer. Da ist es halt momentan glatt. Nö, bin ich ehrlich, das passt so. Jetzt war ich schon wieder vertieft. As fuck. Nee, aber der Sinn war der, dass wenn man hier hoch geht, dass man halt Platz hat und tatsächlich Platz hat. Das haben noch nicht alle verstanden. Ja, ich sag's ja. So vielleicht. Weil der Punkt ist der, ich muss hier in der Mitte. So toll, wie ich die Idee hier finde, aber sie funktioniert nicht. Weil ich brauche hier ein Viereck. Wow.
Nee, brauche ich wirklich. Wenn ich hier stehe, ich muss ja hier oben, ich brauche Platz für einen Baum. Und der ist für gewöhnlich 3x3. Okay, ich habe keine Ahnung, wie groß er ist, aber... Aber ihr haltet euch alle hier bei Osimara auf, ne? Und faszinierend. Habe ich die eigentlich jemals angepasst mit dem Tisch da? Nee, ne? Keine Ahnung. Ja, das war dies. So viel dazu. Kuschelig, gemütlich und rein. Was braucht's denn schon mehr? Ja, ein paar Moossteine wären bestimmt cool oder generell ein bisschen Überzüge, ne? Dazu glaube ich, brauche ich tatsächlich eher sowas wie Zimmermannsblöcke. Ich weiß nicht, wie heißt das? Also entweder bemooster Bruchstein, ja, oder halt nicht Moos, sondern kann ich den auch an die Decke machen? Er wäre noch schöner gewesen, ne? Nee, der geht nur dahin. Und hört sich komisch an. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ich merke schon, dass meine Brille jetzt schon wieder nachlässt. Das ist halt doof mit solchen Gläsern. Das ist... Warte, ich muss mal ganz kurz... Nee, das ist so, so und so. Ja, ich habe gerade mit meiner Brille mal probiert. Was wollte ich denn hier? Achso, ich wollte ein bisschen Blumen. Ein bisschen... Blumentöpfe. Ja, ah, ja. Habe ich... Zimmermannsblumentöpfe? Hab ich natürlich nicht. Das machst du ja nicht besser. Ich bin einfach nur zu dumm, um was zu sehen. So, dann würde ich gerne an manchen Stellen so einen Blumentopf hinstellen. Wo es halt passt, also scheinbar hier ja wohl nicht. Da passt es noch. Da passt es noch. Da passt es noch. Hier in die Ecke brauchen wir noch was. Hier mache ich einen Schrank hin. Nee? Das steckt da. Bücherschrank ist eine gute Idee. Fichte. Creative only. Das ist, klingt gut. Weiß nicht. Ist das eine gute Idee? Schon, ne? Man braucht immer Bücher. Ich weiß nicht, ob ich da was hinstellen soll. Ich glaube eher nicht. Hier kann man ein paar Bücher hin tun. Hier kann man ein paar Bücher hin tun. Hier kann man welche hin tun. Und hier. Ah.
Achso. Ja, das war halt so jetzt auch nicht gedacht, ne? Aber gut, was will ich erwarten, wenn Creative, ne? Wow. Drüben ist doch ein Mülleimer, weil das ist eh Zeug, was ein Mülleimer muss. Ja. Gut, hier passt die Pflanze wahrscheinlich nicht hin. Also passt wahrscheinlich keine Pflanze hin. Ich will es ja nicht zu übertreiben, ne? Ja, doch, passt. Ist okay. Was ich mir aber vorstellen könnte, ich meine, ja, das ist der Stil von denen da, ne? Wenn man hier... Zimmermannsblöcke hinmacht. Und zwar das, damit es nicht auffällt. Dann aber... Okay, schade. Was? Gehen wir mal geschwind wieder zum Mülleimer. Lucy, das funktioniert nicht. Oh Gott, dann lass passiert halt mal ein bisschen. Im Karton wühlen. Nein, Lucy, das funktioniert nicht. Der ist zu klein, mit Abstand zu klein. Mit großem riesen Abstand und wenn du aufs Klo willst, weißt du, wo du hin musst. Ich probiere tatsächlich jetzt mal normale Bücherregale, ne? Die sehen aber halt auch jetzt nicht schön, ne? Aber die Idee selbst ist jetzt nicht dumm. Ich brauche noch ein Bücherregal. So. Und zwar ziemlich genau das da. Ich mache noch viermal spaßeshalber. So. Jetzt brauchen wir einen Schüssel. So. Mit Regenbogenbüchern. Na, ganz bestimmt Nekromantie-Lehrling. Bücherregal des Nekromanten mit roten Wälzern. Des Hamsters. Also, manche Sachen sind anstrengend. So. Dann machen wir zwei davon. Dann nehmen wir. Dann eins davon. Wir nehmen des Nekromanten eins. Rot habe ich schon zwei. Verlassenes Bücherregal brauchen wir eins. Und dann habe ich noch drei übrig. Dann machen wir mit Nekromant zwei. Und dann habe ich noch zwei übrig. Des Historikers. Dann habe ich Bücherregale des Historikers. Das ist Bücherregal des Nekromanten-Lehrlings. Dann habe ich hier verlassenes Bücherregal. Das ist da oben ganz gut. Bücherregal mit roten Wälzern. Ist auch eins da oben ganz gut. Ah, Draco, du stehst im Weg. So, dankeschön. Dann ist das dann der Nekromantie. Nein, ich hasse es. Naja, komm. Aber was ich für eins wollte, weiß ich nicht mehr, ne? Oder was es für eins war, besser gesagt. Weil rote Wälzer würde ich dahin packen und dann hatte ich doch noch eins.
verlassenes Bücherregal. Warum so viel Nekromantie? Hab ich was verpasst? Wo leben wir denn? Anscheinend nirgendwo, wo ich leben möchte. So, Blumentöpfe, weg mit euch. Weg. Ein Fernseher. Den kann ich jetzt da drin ja auch nicht hinmachen. Weil hinterm Feuer ist es bestimmt nicht so geil. Schräg, wenn ich den platzieren könnte. Ist ja auch nicht. Und hier habe ich jetzt auch nichts. Nee. Hier auch nicht. Vielleicht das da, dass man hier noch ein bisschen gucken kann. Ich wüsste zwar jetzt nicht, ne? Weil da kann ich es ja schlecht hinmachen. Da ist ja das Ding. Naja. Das ist jetzt auch erstmal egal. Stuhl weg, Stuhl weg, Couch weg. Weg, weg. Was haben wir noch? Weiß ich nicht. Höhlentour? Ah, der Streamtitel ist noch der alte. Naja. Ach, was soll's. Es ist aber auch egal. Setzlinge wollte ich. Das ist egal. Mach ich's nächste Mal. Hoffentlich denke ich dran. Wahrscheinlich nicht. Wir haben uns für Gummibaum entschieden, ne? Achso, das geht ja ohne Erde nicht, ne? So, wir brauchen Erde und wir brauchen Tropenholz. Wie ist das? Weiß noch nicht, ob ich das dann nehme. Das kann man doch. Genau, so. Zack. Zack, zack. Achso. So. Und jetzt brauchen wir Azalin. So. Ja. Das kriegen wir schon heute noch. Irgendwann und irgendwie. Blüte. Fällt das zu sehr auf? Naja. So. Zack. Erde. Ja, so kann man das natürlich auch machen. War aber nicht so gedacht. Die Blüte tatsächlich doppelt. Naja, komm, nee, lass mal. Was haben wir denn noch? Wo haben wir denn noch ein Blumendingsi-Bumsi? Ja, wie? Aber übrigens, hi. Und herzlich willkommen. Du findest dich hiermit in einer Live-Aufnahme. Wow. Ach, da drüben ist noch so ein Ding. Und was ist heute ein bisschen so passiert? Ja. Nee, da machen. Das sieht nicht so schön aus, ne? Jetzt sieht's. Also. Kommt schon. Na, so viel Höhlenturm braucht man, da macht man mal einen und ausgesorgt fürs Leben. Dann hat man ausgesorgt, gell? Dann hat man ausgesorgt, gell? Es ist so, ist so, ist so. Ich höre die zwei Bambus da ein bisschen. Aber, Moment. So. Das war das.
Dann ist die Frage, wo, was wollte ich jetzt eigentlich nachgucken? Ich sag doch, ich bin heute, eigentlich hätte ich mich ins Bett legen sollen und schlafen. Das wäre das Beste. Aber das mache ich später schon noch früh genug. Irgendwas wollte ich. Ich wollte was, aber ich weiß nicht mehr was. Ich weiß echt nicht mehr was. Ich wollte was nachgucken. Ach, ich weiß wieder, was ich wollte. Ah, das ist schwierig. Ja, aber stimmt, allgemein mal die Frage hier in den Chat. Was gibt's Neues seit letzter Woche? Irgendwas Tolles passiert oder so. Das war auch Gummibaum, ne? Das sieht auch aus wie Gummibaum, aber hier fällt es irgendwie weniger auf. Ich frage aber mich, warum. Ich kann doch nichts dazu. Ja, keine Ahnung. Ja, das, ja, wir haben, ich weiß nicht, diese komische Setzlinge aus der neuen Version, die fehlen noch. Die, ich hab sie, glaube ich, inzwischen. Die haben sie, glaube ich, drin, aber noch nicht fertig. Na? Da. Ja. Ja, auf jeden Fall zurück zur Zentrale. Ein bisschen wohliger, glaube ich, ist es auch. Vielleicht fällt mir mal irgendwas anders ein. Ich weiß nicht. Ja. Ich hoffe, der Christbaum passt hin. Habe ich ihn noch? Das ist aber ein kleiner Christbaum. Christmas, Weinbaum. Ja, wo haben wir denn hin? Wo haben wir diesen tollen Baum hin von DecoCraft? Ich weiß, ich habe den in eine Kiste. Jetzt weiß ich aber nur mal in welcher. So. Ja, auf jeden Fall, ich sollte mich nicht zu viel damit aufhalten. Das können wir später noch genug. Jetzt muss dieser Raum dran glauben. Das wird ab sofort auch eine Höhle. Ja, Höhlentour fast stimmt schon, ne? Ich guck mal kurz in den Streamtitel. Dashboard Twitch TV. So, ist ja schnell gemacht. Stream Manager. Stream Info. Höhlentour. Umbau Zentrale. So. Ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen will. Ob das wirklich so die Zentrale bleibt oder ob man die tatsächlich irgendwie benennt. Wobei ich mit Abenteurer-Zentrale noch nicht so ganz fein bin, weil irgendwie ist es überall so. Überall, wo es ein bisschen RPG-like ist, ist es die Abenteurer-Zentrale. Oder so was. Das ist überall so. Oder ein Gildenhaus ist immer so. Ich finde es zu. Aber Zentrale nur Zentrale? Ja, was ist denn für eine Zentrale? Oh, ich traue mich nicht. Ich muss, glaube ich, noch Bilder machen, weil das merke ich mir nicht. Also, das sind die einen Bücher. Das sind andere Bücher. Dann haben wir hier nochmal Bücher. Und halt die Texte, weil ich merke mir doch die Texte nicht. So, was haben wir hier unten noch stehen? Zum Barfarmen. Oh, nee. Ja, nee, wieso nicht? Ja, ist happy, ne? Jetzt habe ich noch einen Screenshot gemacht. Der hätte nicht sein müssen. So. Es gibt zwei Blöcke, die müssen immer da bleiben. Ich demonstriere das mal kurz. Das ist der, wo ich draufstehe und das ist der, wo er ist. Also im Endeffekt kann alles weg. Außer ich würde den vielleicht noch lassen. So. Den Rest machen wir neu. Den Rest machen wir jetzt einfach alles komplett. Da kommt alles weg. Ich sollte vielleicht vorher mal ein paar Sachen hier wegpacken und die Bücher aufnehmen, weil irgendwie habe ich die Befürchtung, die kriege ich sonst nicht mehr. So. Zack. Dann. Ach, wir kommen doch mal alles hier rein. Das ist ja jetzt egal. Du, dich brauche ich im Inventar zum Reparieren. Dich eigentlich gerade nicht. So. Ja, Sonnenlicht hätte uns gut, aber. Sonnenlicht ist immer so schwierig. Ich habe gesagt. Ja. Ja, genau so. Hoppala.
Also einmal zack, dann zack. Dann zack. Da ist nix. Dann zack. Urbala. Dann zack. Dann. Das geht nur mit leerer Hand. Dann zack. Dann zack. Und ich glaube, ich werde es auch so beibehalten, dass die Leute, dass es zu den Leuten über Büchern geht. Aber die Welten, sowas wie Celestia, der Nether oder so, oder halt Otherlands oder Philia. Heißt es noch viel? Ja, ja. Die werden dann mit. Himmel. Herrgott. Ich muss hier mal Platz machen. Was ist denn das? Die können ja auch noch alle weg. So. Werde ich mir jetzt merken? Screenshot, Screenshot, Screenshot. Weil ich möchte wissen, die Zeilen, die Größe und das andere war kursiv. Das merke ich mir alles nicht. So. Lampen weg. Lampen weg. Da haben wir gesagt, Buch aufnehmen, genau. Ja. Kommt alles noch weg. Ja, ja, und die Höhle, ich habe gedacht, dass man die Höhle im Prinzip immer so erweitern kann. Ja, so erweitern kann. Immer wenn es halt neue Mitglieder gibt, kann man die Höhle eventuell um einen weiteren Trakt erweitern. So habe ich das halt gedacht, ne? Ja. Aufnehmen, weil da... Toll gemacht. So, jetzt habe ich das Buch auch wieder aufgenommen. So, Ölle. Das Buch nehmen wir auf. So, dann nehmen wir auch dich aus dem Portal heraus. So. Das soll wirklich, das soll wirklich, ich meine nicht, dass man sich nicht mal aus, also dass man nichts mehr finden kann, ne, klar. Aber es soll halt wirklich ein bisschen, weg hier. Man soll halt wirklich im Prinzip, ja, keine Ahnung, ich fand's nicht schön. Ich fand's nicht schön, deswegen machen wir das jetzt hier alles höhlich. Ich will höhlen. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt dann noch Holz benutzen soll bei dem Portal. Wobei doch, als Kontrast wäre es schon gut. Aber ich könnte manches Holz ja auch überziehen, dann mit Moos. Oh, das wäre cool. Das könnten wir da oben auch schon machen, fände ich. Ja, aber gerade so Ad-Ecken bei den Portalen, da wird sich das machen. Ja, können wir Zimmermannsblöcke nutzen. So, jetzt hat der... Die sterben. Ach, die wollte ich ja nicht kaputt machen. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. So. So. Kann ich mir knickend ausmachen. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich Portale abbaue. Und dann würde ich sagen, packe ich mal die Sachen in eine Kiste, die... in eine Kiste müssen. Oh, dankeschön. Ich guck manchmal zu wenig Chat, ha? Ich war jetzt wieder vertieft. Ja, geh halt noch schneller kaputt. So. Ja, wie gesagt, ich probiere momentan, wie das mit der alten Beleuchtung, so genannt, von Optifine ist. Aber an manchen Stellen bin ich überzeugt, an manchen denke ich, ach, ist wurscht, und an manchen denke ich, toll. Also, alles in einem. Sag mal,
kann ich nicht einfach dich benutzen. Warte. Oh, das ist Final Fantasy 7. Ja, das merkt man doch gleich wieder. Oh. Das hatte irgendwie irgendwas. Ah, das von der Musik. Ich weiß immer nicht, wie ich das betiteln soll. Wow. Ah. Dabei kann ich mich eigentlich an Story nicht mehr erinnern. Ne? So Zeug, ne? Das geht nicht mehr. Keine Chance. Aber, das habe ich ja mit Absicht gemacht. Warum mache ich das dann so? Warum bin ich denn so dumm? So, besser. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles wegmachen möchte, aber... Weißt du was, lass mal kurz einmal alles Yarikiri einsammeln. Theme of Love. Das war Tief. Also Tief war es nicht, aber. Immer wenn Tiefer dabei war, dann war es irgendwie oder hatte es irgendwas mit dem Theme of Love zu tun. Oder wenn es um sie ging. Das ist interessant. Ja, das ist aber gut, dass das hier ein bisschen hervorsteht. Da sieht man halt wirklich, dass das in Wand eingebaute Bücherregale sind. Ja. Ach, wisst ihr was? Also ich habe hier die eine Kiste, ne? Ja, das dachte ich mir schon. Ich hätte gern ein Upgrade von... Ja, Kupfer ist besser als nix. Hätte ich gesagt. So, alles rein. Mooscraft-Kristalle rein, rein. Das brauche ich nachher wieder. Ah, was brauchen wir denn noch? Später wieder. Archdiameter, bla bla. Ach, das ist tatsächlich noch eine Idee für später. Aber jetzt habe ich noch alles, oder? Das da. Gut. Ja. Nee, also in, ich glaube, ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen. Muss mich gerade kurz mal... Ah, ich hasse es. Ich mache das jetzt mal so. Weil... Das ist genau der Grund, warum ich es doch gern habe. Ich hätte auch gern Besen genommen, aber wir haben noch keinen Besen. Wir müssen immer unbedingt uns mit Witchery auseinandersetzen. Mit den Hexenbesen. Ne? Also gibt es tatsächlich... Ich weiß noch nicht, wie das wieder heißt... Witchery. Warte. Wo ist der Besen? Besen. Ja. Also ein Besen kann man sich auch so bauen. Das ist nicht das Problem. Problem ist der verzauberte Besen. Oh, mei. Also schön, ich kann mir einen Besen bauen, das ist toll, ich weiß noch nicht, was es mich bringt. Kann ich damit Zauber machen oder so? Habe ich damit irgendwas, was ich machen kann? Ich meine, jetzt halt, wo ist der Besen? Besen. Achso, Weißer und Setzling, oh, die braucht man auch erstmal. Also an so einen Besen kommt man auch nicht ohne weiteres ran. Er merkt's. Ja. Habe ich jetzt eigentlich alles? Nö. Der Herr. Da. Da. Manchmal werde ich etwas weich, wenn es um manche solchen Sachen geht. So, also. Oh, reich. Witch. Ja, das müssen wir auch noch irgendwie gucken, dass wir integrieren. Ups, sorry. Ich habe schon überlegt, ob es hier dann schon mal so ein Trakt runtergeht. Dass es hier ein bisschen runtergeht und dass es dann da so rumgeht.
oder da nach rechts geht oder weiß, was weiß ich. Ganz bestimmt nicht. So, ja, na, da drüben sind noch Sachen. Ich mache jetzt einfach noch einmal hier so alles rum. Sammle alles ein und dann fliegen wir nicht mehr los. Das hier noch. Achso, ich habe den Magneten ausgemacht. Manchmal bin ich echt dumm. So. Ja, was jetzt begegnet ihr euch zwei? Schön, Mieze Mounts, ne? Du. Ach, jetzt weiß ich noch, was ihr machen wollt. Ganz geschwind. Ich wollte... Dazu brauche ich... Ranken und Zimmermannsblöcke. Ein bisschen Dekoration muss sein. Ranken. So. Und jetzt muss ich kurz gucken, dass ich... Oh, geil. Geil, 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 geil. So, ein bisschen rankig machen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ich fände es so ab und zu... Was ist denn... Wisst ihr was? Ich schalte gleich mal um. Ich schalte, glaube ich, gleich doch einmal um. Ja, wie gesagt, das ist zu viel Ranken, dass ein kleines bisschen mal... Wobei, da magst du dich... Oder ist das zu viel? Ich will nur einen kleinen Hauch, ja? Ich will nur einen kleinen Hauch. So. Oh ja, das ist auch gut. So, dann machen wir hier Zimmermannsblöcke hin. Und wir machen Ranken hin. Da fehlt jetzt eine Treppe, aber der Block da hinten, den müsste ich tauschen gegen einen Zimmermannsblock, weil da macht sich's bei der Lampe immer gut mit etwas Ranken. So, damit man das ein bisschen... Hier macht sich's auch ganz gut. So. Und vielleicht da noch in einem Eck irgendwo. Wo habe ich noch was? Ja, da nicht. Warte, macht sich so. Nee, macht sich's nicht gut. Mit Absicht nicht. So. Weißt du was? Ich schalte gleich komplett um. Weißt du, das eine schöne Lied mal kurz. Und dann. So. Ja, komm. Ab und zu ein kleines Ranken. Spinnenweben. Haben wir auch mehr als genug? Könnte man tatsächlich auch einbringen. Die sind allerdings. Muss ich das so machen? Ja. Die sind allerdings... Nein. Au, ich glaube, ich brauche Fäden. Ja, Fäden. Ich brauche Fäden. Das ist manchmal ein bisschen zu... Das passt hier nicht. Das passt hier einfach nicht rein. Das passt nicht. Könnt das hier noch beranken, aber sonst. Ja, hier vielleicht ein, zwei Ecken. Ah, das kann man zum Schluss auch noch machen, zur Not. Ich meine, ja. Naja, also, ich schalte gleich um, ne? Da haben wir wieder ein Lied, was anscheinend passt. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg. Jetzt muss hier wieder raus. Da zu viel hier unten. Wir müssen... Also, ich mache ein Versprechen, ja? Ich mache ein ganz großes Versprechen. Wenn wir die Zentrale fertig haben. Kommt mit, Cherry. Ich habe die letzte Zeit zu viel im Untergrund gemacht. Auch wenn es schön ist oder schön wirkt, ist kuschelig und so. Das ist ja das, was ich erreichen wollte, ne? Ich wollte... Ja, die Ranken, die verbessern das... Die Ranken sind gut.
Die Ranken da oben, das macht's gleich besser. Ich weiß zwar nicht wieso, nicht viel, es ist nur eine Kleinigkeit, aber es macht's besser. Ich mag das. Ja. Und hier müsste ich jetzt eigentlich... Ich habe halt keinen Plan, ne? Null Plan, wie es ausschauen soll. Oh. Also grundsätzlich muss ich irgendwie hinkriegen, Gänge zu machen. Irgendwie müssen es Gänge sein. Und irgendwie muss ich da rum. Ich glaube, das wird nichts. Das kann ich knicken. Das ist okay. Ich meine, ich habe überlegt, ob ich das erstmal wieder zubauen soll. Und dann einfach wieder Löcher reinmache. Bis jetzt hat es immer so funktioniert. Auch wenn es immer scheiße Arbeit war. Aber es hat irgendwie geklappt. Kam ich besser zurecht. Ja, okay, also was kommt? Migmatit. Da haben wir ja noch ein paar Millionen. Ich hätte weniger Querungsbenutzer in meinem Leben. Ja, der Neuanfang demnächst, der wird... Ah, vielleicht machen wir Witchery dann als mit einem Zweitschar. Das könnte sein. So. Ja, alles muss dann nicht gemacht werden, ne? Bloß zur Info, also ein bisschen eine Lücke hätte ich gern noch. Dann muss ich irgendwie runterkommen. Und dann sehe ich wirklich gar nichts mehr. Also jetzt ist wirklich aus, ne? Bloß so zur Info. Du hast hier nichts zu suchen. Doch, dich brauche ich gleich. Aber du. Das nützt mir jetzt gerade nicht viel, glaube ich. Das nützt mir was. So. Warum hat es das eigentlich auf der einen Seite nicht übernommen? Sehr gute Frage. Man weiß es nicht so. Oh, genau. So. Also. Sehr geehrter Herr. Wie hieß das wieder? Zerns Gesangsverein? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe es vergessen. Das hat mich gefallen. Weiß das jemand? Das mochte ich immer. Wow, du kannst bleiben. Wow, jetzt habe ich eigentlich eine Folge lang nichts gemacht. Ja. Also was ich machen kann, ist, dass ich hier noch ein bisschen Lücke mache. Ne? Also das ist noch machbar. Aber, was ich schon nicht... Aber weiter kann ich, glaube ich, nicht, weil hier drunter... Genau, hier geht dann langsam der Scheiß an. Also, es wäre theoretisch machbar, wenn man diese tollen Zimmermanns-Dinger da nimmt. Wo ist denn der Mist? Habe ich doch vergessen, wo ist er denn? Alter. Die und die... Also wenn man die hier nimmt, dann hätte man vielleicht eine Chance. Aber ich bin ehrlich, außerdem stehst du jetzt voll in der Mitte, ne? Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich glaube, es ist eine geile Idee, hier dann so rumzugehen. Natürlich halb schräg. Ich möchte ja keine geraden Gänge haben, ja? Ich möchte ja keine geraden Gänge haben.
Grad ist langweilig. Ich meine, es ist alles möglich. Es sind auch runde Gänge möglich. Ja, es sind runde möglich. Dank Architekturcraft. Ich meine, es ist immer noch ausbaufähig, aber... Tatsächlich möchte ich meine den Collapsible Blocks einen unebenen Runtergang machen. Ja, das mache ich nachher mal. So. Genau. Und dann geht's halt zack. Und dann hätte ich gedacht, kann man ja noch in die Richtung irgendwie gehen. Irgendwie so halt, ne? Was ist denn da für ein Loch? Wer hat sich da nicht gekümmert, hm? Ja, wer war das denn? Ja, wer war das? So. Gut. Zauberstab, verschwinde. Danke, ich habe deine Anwesenheit genossen. So, egal. Ist doch schon wieder Fackelzeit. Genau, dann geht's hier so rein, hätte ich gedacht. Ja. Ja. Was ist das? Oh, da geht's nicht weiter. Hier ist Ende Gelände. Da ist da. Da ist der, der Anti-Block-Kack. Ja. Ich glaube sogar, es wäre gescheiter. Ist das echt hier auf der Ebene? Ja, klar ist es auf der Ebene. Aber gemeint, ich wollte runtergehen, ne? Aber wir können auch tatsächlich ein kleines bisschen nach oben gehen. Dass wir hier so einen Bereich machen, der leicht, aber auch nur ganz leicht. Wir können hier nicht weiter. Wir müssen hier entlang. Auch wenn es mir widerstrebt, aber es geht nicht anders. Wie viele Löcher habe ich denn eigentlich gelassen? So, dann geht es halt hier tatsächlich ein bisschen... Nee, weil da geht es nun unterwärts. Dann möchte ich hier, dann kann man von mir aus einen Rundgang machen. Wow, der ist ja dann sehr groß. Nein, hier geht's offenbar nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. So. Ja, das ist halt echt kacke gerade, ne? Wenn's da nicht weitergeht. Ich meine. Ich hätte es halt schon ein bisschen erhöht. Ne? So vielleicht. So ein bisschen, genau. Dann kann man hier wieder Drope benutzen. Also soweit bin ich mir schon sicher. Genau, soweit bin ich mir sicher. Mein lieber Herrgott und Gesangsverein. Ach, so glaube ich war das. So war das. Ich habe einen Antiblock kaputt gemacht. Das ist nicht gut. Wo habe ich den kaputt gemacht? Nein. Zuschauer. Wo fehlt jetzt ein Antiblock? Hier, glaube ich. Es war der.
Weil überall woanders ist keine Lücke mehr. Überleben. Ich brauch Truppe. Was machst du denn? Truppe. So, Truppe, Truppe. Ich habe genug Truppe. Truppenholz, Truppenholz. So, also pass auf. Zack, 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 zack. Und zack. Das sieht zu clean. So. Aber wie es weitergeht, steht in den Sternen. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß es nicht. 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 Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Das Ende ist so kurz bevor. Ich kann nicht mehr. Ach ja, nee. Ich möchte nicht mehr. Nein, 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 es hat keinen Sinn so. Das macht's einfach. Nein. Nein. Lasst uns gehen, Leute. Es ist manchmal besser. War schön mit euch. Ja, pass auf. Also pass auf. Was machen wir hier? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, ich will hier runter. Ich weiß noch nicht. Wie oft habe ich es eigentlich schon gesagt? Ich weiß noch nicht. Aber eigentlich weiß ich es wirklich nicht. Das ist das Schlimme. So, jetzt kann man hier schräg, dann würde ich sagen, kann man versuchen, da irgendwie runterzukommen? So, also das Eisen nehme ich natürlich mit, ne? Ich weiß zwar nicht, ob ich es... Was? Wow. So, jetzt werden wir... Einmal das hier hinten aushöhlen. Boah, passt. Und dann machen wir es nochmal weg. Nein. So, so vielleicht. Ja, irgendwie müssen wir ja runter. Ich weiß halt nur nicht wie. Vor allem, weil ich das irgendwie eher schräg haben wollte. Aber wenn ich jetzt da noch einmal runterknall, ne? Dann ist aber Bohlen offen. Ja, so irgendwie. Das ist mir schon wieder zu viel Boden. So. Und das ist mir schon wieder zu wenig. Alter. Licht. Zu wenig Licht, Licht, Licht im Gesicht. So vielleicht? Also das da unten macht mich kirre. Bloß, dass ihr wisst. So. Bloß, dass ihr wisst. Aber auch nichts anderes, ne? So, dann würde ich hier ein kleines Höhlenräumchen machen. Eine Art Räumchen. Ja, genau. Eine Art Räumchen. Ja, doch, in Form bringe ich das, glaube ich, erst dann, wenn es dann. Eisen. Aber ganz viel Eisen. So. Sogar so viel Eisen. Dass ich nicht weiß, was ich mit mal anstellen soll. So. Also. Ja, irgendwie geht es dann schon so hier runter, ne? Das war sogar der Gedanke. Auch irgendwie mit den Collapsible-Blöcken. Kann man ja theoretisch hier schon ein bisschen anfangen. Das muss man vielleicht sogar auch. Weil die Collapsible-Blöcke, sie haben viele Stadien, aber
So, dann kannst du hier so langsam runtergehen, runtergehen, runtergehen. Ich glaube, der muss weg. Ah, ich glaube, ich werde es hassen mit den Collectible-Blöcken. Ich werde es bereuen. Dann geht es hier runter, genau. Dann kann man ja sagen, dass es da vielleicht nochmal weitergeht. Man soll ja auch keine Ewigkeit laufen müssen. Aber ich möchte schon das. So. Genau, geht es da nochmal lang, geht es da nochmal lang. Jetzt probiere ich mich mal an den Colette Carbender. So, das ist nichts. Also. Ed Carbender. Wo sind denn die Collapsible Blöcke? Das sind die Collapsible Schrägen. Versuchen wir mal unser Glück. Ich brauche einen Hammer. Oh. So, das ist ja grundsätzlich ganz cool und so, ne? Aber was, wenn wir doch hier einfach schon etwas... Ja, ich glaube, weiter runtergehen. Ja, ich glaube, da müssen wir weiter runter. Und hier das und das, das sind noch keine Collapsible-Blöcke, sondern erstmal so. So, Plan ist, dass wir hier Plan aufliegen. Zur Not tausche ich den hier auch nochmal gegen einen... So. Da muss man jetzt klicken wie ein Weltmeister. Das ist Weltmeister-Klicken. So. So. Es wirkt aber, als könnte ich den auch noch mal durch einen ersetzen. Ja. So. Das ist wieder Konzentration, ne? Vor allem, weil ich hier ja dann das schon ganz runter wollen würde. Und hier weiß er wieder nicht, wie er es zeichnen soll, ne? Und da ist tatsächlich die Frage, ob ich das steintechnisch noch irgendwie... Ich glaube, ich muss mal kurz eine Aufnahme... Also, einen Folgenbreak machen. Ich habe anscheinend gerade Treppenpost bekommen. Ich weiß nicht, was es ist und warum, aber... Es soll wohl vorkommen. Nee, das ist zu niedrig. Ja, wäre auf jeden Fall spaßig, vor allem, weil ich dann so anfangen muss. Da kann ich dann noch nicht so hart runtergehen. Ich
ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich hier so irgendwie... Also hier, glaube ich, ist mir der Abstieg schon gelungen. So, der Abstieg, also das bisschen runtergehen, ist mir hier schon gelungen. Das ist tatsächlich schon nicht schlecht. Aber hier gehört halt mal wieder das dahin und hier auch. Und wenn ich ehrlich sein soll, eigentlich auch hier und dann. Hier. Und eigentlich da dann schon nimmer, weil ich habe dann schon vor, hier dann irgendwo mal einen ebenen Boden reinzukriegen. Also da dann. Das heißt auf Deutsch, jetzt habe ich keine Decke mehr. Keinen Platz mehr zum Laufen. Ja, also ich würde sagen, an dieser Stelle würde ich gerne die erste Folge heute beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und verzeiht mir, dass die Folgen mal ein bisschen länger sind. Im Stream möchte ich nicht ständig pausieren und zum anderen habe ich noch das Problem, dass ich so weit im Voraus aufgenommen habe. Momentan, das ist einfach nicht witzig. Und ich versuche dem Ganzen damit ein bisschen Herr zu werden. No. Aber ich glaube, das schaffen wir schon. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.